Claudio Schießel, Inside Politics. Herr Dr. Pilz, inwiefern arbeiten Sie noch auf der Ebene mit Werner Kogler oder Pavlovich Meixner zusammen? Gibt es da Austausch? Ein kleines privates Gespräch mit Werner Kogler geführt. Wir haben nicht im Detail über das Projekt Murkraftwerk gesprochen, aber das ist eine Selbstverständlichkeit, dass, wenn es notwendig sein sollte, wir sehr eng kooperieren werden. Ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Und ich verrate kein großes Geheimnis, dass ich den Werner Kogler nach wie vor politisch und persönlich sehr schätze. Und die zweite Frage ist, haben Sie sich in der Sache auch die SA Immobilien GmbH angeschaut? Also das ist dieses Immobilienunternehmen, was mehr oder weniger über fünf Hände dem Herrn Magister Nagel gehört. Natürlich sind wir darauf gestoßen und natürlich ist das Teil unserer weiteren Recherchen. Und natürlich stellen wir uns die Frage, na, wer profitiert denn jetzt davon? Wer profitiert denn von der Aufwertung bestimmter Immobilien? Wer profitiert denn von der Begrünung und Bepflanzung und von einer stehenden Wasserfläche? Da hat ja wer was davon. Sicher nicht die Stadt Graz. Und wir müssen uns diese Immobilienentwickler auch deshalb anschauen, weil ja beim Wechsel von Graz, weil beim Wechsel von Schwarz auf Türkis sich herausgestellt hat, dass die neue ÖVP verstärkt auf Immobilienunternehmen setzt. Wenn Sie sich die Spenderliste der Nationalratswahl anschauen, sind 2/3 der Spender und Spenderinnen Leute aus der Immobilienbranche. Die ÖVP wird immer mehr zu einer Partei der Immobilienvertreter. Und dieses Motiv müssen wir uns gerade in Graz sehr genau anschauen. Deswegen schauen wir uns an die Wertentwicklung der Immobilien, den Spekulationsverlauf, politische Naheverhältnisse, Firmenkonstruktionen und Beteiligungen. Mit dieser Recherche sind wir erst am Anfang, aber glauben Sie mir, das habe ich gelernt. Das ist das, was ich glaube, ich ganz gut kann. Haben Sie da auch auf Unterlagen aus dem Wahlkampf zurückgegriffen, weil das Thema war ja schon im Graz-Wahlkampf 2017? Nein, ich habe auch keine Unterlagen aus dem Wahlkampf zurückgegriffen, sondern wir machen das normalerweise so. Da sind wir in einigen Recherchen in Graz und einige müssen wir neu beginnen, dass wir das systematisch aufarbeiten. Da geht es historisches Firmenbuch, da geht es die ganze historische Entwicklung der Spekulation in diesem Bereich. Da geht es Grundbuchanalysen, alles Mögliche, das haben wir vor uns. Aber das wird systematisch gemacht, dabei auch eigene Leute abstellen und das recherchieren. Es gibt auch ein paar lustige Details an dem Projekt, zum Beispiel die wunderschöne Bucht, gerade südlich der Seifenfabrik, wo auch zufällig der Buchsteg, der etwas erhöht werden muss, nicht nur erhöht wird, sondern irgendwie aus nicht näher beschriebenen Gründen direkt südlich der Seifenfabrik gleich bei der Bucht landet. Schauen Sie mal. Wie wandert der zur Seifenfabrik? Es würde mich nicht überraschen, aber ich möchte nicht vorgreifen. Es könnte sich herausstellen, dass dass sich hinter dem Energieprojekt ein Immobilienprojekt verbirgt. Zumindest zum Teil. Und sowas schauen wir uns schon an. Also wir reden ja von 100 Millionen unter Umständen. Das ist viel zu früh zu sagen. Die Spekulationsgewinne, die Aufzonungsgewinne und so weiter, da reden wir anders mal drüber, wenn wir belastbare Zahlen haben. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann sage ich danke für Ihre Kommen und für die Berichterstattung schon im Voraus. Wie gesagt, wenn Sie sich bitte in diese Liste eintragen könnten und wenn Sie es wünschen, schicken Sie gerne Unterlagen nochmal in elektronischer Form zu. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!